Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal einen etwas anderen Haul für euch, beziehungsweise ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das gekauft habe, beziehungsweise ihr habt es schon an dem Titelbild gesehen, es geht heute um Spiele, PlayStation-Spiele. Ich liebe PlayStation und ich habe mir 3 neue Spiele gekauft. Das letzte Spiel, was ich mir gekauft habe vor diesen 3, war, glaube ich, Batman. Wie heißt es denn? Heißt es Arkham Asylum oder so? Naja, ihr wisst schon. Also die Leute, die das gespielt haben, die wissen, was ich meine. Also nicht diesen allerneuesten Batman, wo das in der Stadt spielt, sondern da auf diesem Gelände in dieser Anstalt oder was das da ist. Fand ich richtig super, habe ich 2-mal durchgespielt, war wirklich richtig toll. Tolles Spiel. Und ich wollte dann aber irgendwie, ja, wir sind dann auch umgezogen und es war einfach dieses Jahr, bis das letzte Jahr, 2012, war nicht so das Mega-Spielejahr bei mir, weil ich einfach keine Lust hatte, keine Zeit hatte, vor allem auch nicht wusste, was ich mir für Spiele kaufen soll und ich es auch immer nicht einsehe, so viel Geld für ein neues Spiel auszugeben. Das heißt, ich warte dann immer, bis es die dann etwas günstiger gibt und dann kaufe ich sie mir. Ja. Und was habe ich mir dann diesmal gekauft? Also im November schon. Oder Anfang Dezember. Oh, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so. War das erste Spiel, was ich mir gekauft habe, Fallout. Und zwar New Vegas. Ich hatte schon den ersten Teil, wenn es der erste war. Ich denke, ja, Fallout. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Fallout. Na ja, egal. Es geht ja auch um diesen Teil hier. Also ich hatte den ersten und den fand ich richtig toll. Was mir bei diesem Spiel also wirklich richtig gut gefallen hat, auch beim ersten Teil schon, also den ich davor hatte, dass man eine freie Welt hat. Man kann hingehen, wohin man will. Also man ist keinem bestimmten Skript, dem man da jetzt folgen muss oder irgendwelche, geht dahin, geht dorthin, mach dieses, mach jenes. Und dann kann man da nicht abweichen, sondern man kann sich überlegen, ob man gewisse Sachen macht oder ob man sie einfach nicht macht. Und ich habe jetzt auch hier diese Uncut-Version. Also ich versuche das dann auch immer Uncut zu kaufen, weil, ja, ich das dann einfach irgendwie besser finde. Zumal ich bin halt auch jemand, also ich liebe Action und Horrorspiele sowieso. Und deswegen gucke ich da dann auch immer, dass das irgendwie ab 18 ist oder so, weil alle Spiele, die unter 18 sind, die sind ja was für Mädchen, wollte ich schon sagen. Ja, also bei mir müssen immer wirklich Köpfe rollen, Blut muss fließen, Aliens, Monster, vor allem Zombies finde ich ganz toll. Was ich nicht mag, sind Kriegsspiele, das muss ich gleich dazu sagen. Also ich bin eher so ein Typ, der, ja, ich muss auch irgendwie sammeln und tauschen und was einkaufen und irgendwie, es muss eine Geschichte dabei sein. Also ich mag das einfach nicht, jetzt in Anführungsstrichen, auf Menschen schießen. Klar tue ich jetzt auch hier auf Menschen schießen, aber das sind auch unrealistische Wesen dabei und es ist ja irgendwie noch anders. Also man hat Städte, man muss auch ja, sich weiterentwickeln und so weiter. Also mir hilft jetzt so ein Kriegsspiel nicht, einfach nur in Anführungsstrichen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das toll finden, aber einfach nur hinter irgendeiner Mauer verstecken oder hinter einem Busch und auf andere Leute schießen und Munition einsammeln und zu dem Stützpunkt und dahin und den Helikopter und das. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Also ich denke, das sind auch mehr so Spiele, die man dann natürlich online spielt, in Gruppen und so weiter. Das macht dann mehr Spaß. Aber das ist einfach nicht meins. Also ich mag einfach so ein bisschen Fantasy dabei und auch so unrealistische Sachen. Und ich bin halt, ich wollte schon sagen, ich bin nicht jemand, der gerne auf Menschen schießt. Aber ihr wisst, wie ich es meine, in Bezug auf die PlayStation. Ja, und zurück zu diesem Spiel. Also Fallout, auf jeden Fall, wenn jemand gerne eine große Spielwelt mag und wirklich nicht gebunden sein möchte an irgendwelche Wege, die man gehen muss, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Man hat unglaublich viele Orte zu entdecken. Also, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ich kann mir vorstellen, dass es, keine Ahnung, an die 50, 60, 70 oder so sind. Also sehr, sehr viele. Und es geht halt hauptsächlich um dieses Las Vegas, dieses New Vegas und ja, und dennoch gibt es eine Hauptgeschichte. Also die Hauptgeschichte ist, dass dieser Typ, den man dann halt spielt,
jemand hat versucht, ihn umzubringen und dann will er halt jetzt rausfinden, wer das war und sucht er dann die Leute und dann unterwegs trifft er ganz, ganz viele Menschen und Wesen und irgendwelche Roboter und so weiter, die alle was von ihm wollen. Der sagt, hey, kannst du mal da nach meiner Frau gucken oder kannst du mir mal den und den da retten oder kannst du da und da hingehen und das und das ausrichten oder kannst du auf irgendeinen Berg gehen und irgend so einen Sendemast reparieren und so weiter und so weiter. Das sind jetzt so die einfachen Sachen, aber es gibt natürlich auch noch schwierige Missionen. Und ja, also ich liebe dieses Spiel, weil es ist unendlich, unendlich und es ist einfach auch, ja, sehr, sehr umfangreich. Es gibt so viele Waffen, man kann reparieren, man kann aufrüsten, man hat dann selber Fähigkeiten, um seine Sachen auch zu reparieren und es gibt so viele Läden und ich finde, es ist auch wirklich ganz, ja, so mit Liebe zum Detail gemacht. Es gibt ein paar Dinge, die mich natürlich stören. Es ruckelt manchmal. Und ja, das war bei dem Vorgänger nicht so. Aber bei dem ist es jetzt so. Und das ist so das, was mich manchmal so ein bisschen nervt. Aber wirklich, bei mir ist es erst, wenn ich eine Stunde oder anderthalb Stunden oder so gespielt habe, dann fängt es so ein bisschen an, ab und zu mal so ein bisschen zu hängen. Aber es läuft dann auch wieder weiter. Und ich kann das Spiel auch nicht so lange spielen, weil es ist, finde ich jedenfalls, relativ düster. Also da ist nichts Buntes. Ich war dann mal in so einer anderen Welt, da muss man dann durch so einen Berg gehen und so einen Pfad entlang und dann kommt man da bei so einer Art, weiß ich nicht, Indianer oder was das sein soll, kommt man da raus und da ist dann alles ja, heller, freundlicher, bunter, aber ansonsten ist alles halt ja so postapokalypse-mäßig, alles in so grau und keine Bäume und nur so Sträucher und ja, nichts grün, nichts gelb, nichts rot, also alles so ein bisschen wirklich sehr, sehr gedeckt gehalten und ja, wenn man da eine Weile lang dieses Spiel spielt, ich will nicht sagen, wird man Depri, aber irgendwie merkt man, da fehlt was. Und ja, aber ansonsten wirklich ein unendliches Spiel. Also auch selbst wenn man dafür 40, 50 € bezahlt, hat man unheimlich viel Spiel, was man da für das Geld bekommt. Und ich habe mir auch so eine Edition gekauft, wo gleich Zusatzinhalte dabei waren. Also ich glaube, ich habe für die, also für das DVD wollte ich schon sagen. Für das Spiel habe ich jetzt bezahlt 44 oder 45 € und da waren gleich drei oder vier Zusatzpakete dabei, die man dann sicher eh hätte kaufen müssen. Und von daher, ja, das Spiel ist von, Moment, ich muss mal gucken, 2010. Glaube ich. Ja, also es müsste jetzt 1 oder 2 Jahre alt sein. Aber die Grafik ist wirklich, also ich finde die Grafik sehr gut. Und wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und meine anderen beiden Spiele, die ich mir neu gekauft habe, die stelle ich euch dann noch in einem nächsten Video vor. Sonst wird es zu lang, wenn ich jedes Video über jedes Spiel da 10 Minuten lang rede. Ansonsten, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, die anderen beiden stelle ich euch dann, mache ich jetzt gleich die Videos dazu. Die stelle ich euch dann nochmal in separaten Videos vor, dass die einzelnen Videos nicht so lang sind. Und wenn ihr auch solche Spiele mögt oder solche habt oder euch dafür interessiert oder wenn ihr natürlich Tipps habt, bitte schreibt mir. Ich bin dann immer froh, wenn ich auch mal ja, irgendwie Tipps bekomme, was man noch so spielen kann. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!